Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch eine neue Methode, wie ihr wirklich zu 100% jedes Mal in den God-Mode kommt. Als allererstes braucht ihr einen Freund, der mit in der Lobby ist und ihr braucht das Grabstein-Perk. Wenn ihr dann Grabstein gekauft habt, Leute, dann lasst euch einmal down gehen vom Zombie oder von einer Granate, spielt keine Rolle. Wenn ihr dann down seid, dann benutzt euren Grabstein und begebt euch zu einem Teleporter. Hierfür müsst ihr zuerst einmal den Strom aktivieren und dann könnt ihr den Teleporter benutzen. So, jetzt stellt euch an diesem Teleporter hin, so wie ich mich hinstelle. Und dann wartet ihr, bis eure rote Lebensanzeige ausläuft, Leute. Sobald die Anzeige komplett weg ist, beziehungsweise nur noch ein bisschen da ist, fangt an, den Knopf zu spammen, womit ihr den Jump Pad benutzt. Bei mir ist es die E-Taste. Jetzt fange ich an, die E-Taste zu spammen und ihr seht, dass ihr einmal hochfliegt und danach komplett tot seid. Danach muss euer Kollege nur noch die Runde beenden und ihr steigt in die nächste Runde mit dem God-Mode ein. Wenn ihr dann im God-Mode seid, dann könnt ihr erstmal nicht durch den Teleporter gehen und eure Waffen punchen. Hierfür muss euer Kollege, der nicht im God-Mode ist, durch den Teleporter gehen und diesen Hasen-Easter Egg machen, wo ihr auch diesen Free Juggernaut bekommt. Für alle, die nicht wissen, wie das funktioniert, packe ich es euch oben einmal in die Infokarte. Und wenn ihr das dann gemacht habt und wieder zurück teleportiert werdet, könnt ihr den Teleporter hier benutzen. Doch eine Sache müsst ihr beachten, sobald ihr wieder einen Jump Pad benutzt, dann seid ihr wieder Angreifer bzw. kriegt wieder Schaden. Jedoch das Gute an dieser Methode ist es, dass jeder in der Lobby wirklich in diesen God-Mode Glitch kann, weil niemand anderes den Jump Pad für euch betätigen muss und das jeder für sich selbst machen kann. So, das war's dann mit dem Video, ich hoffe euch hat das Video gefallen, falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.